Hallihallo, Minecraft-Freunde, willkommen zur Folge, wo ich das Geheimnis um die Dropper lüfte. Mal wieder habe ich Schluck auf, beziehungsweise immer noch, weil Aufnahmesession und der geht irgendwie nicht weg. Also nochmal schon wieder gleich im Voraus, Entschuldigung. Und jetzt die Sache mit den Droppern. Ich werde mir daraus jetzt Lucky Blöcke craften, die aber nicht mit dem Dropper gehen, sondern Lucky Blocks mit einem Dropper. Das heißt, ich habe jetzt ganz viele Dispenser gemacht, habe ich in den Kommentaren auch schon gelesen, weil er gerätselt wurde. Okay, was will er mit 28 Droppern? Denn hätte er mit 28 Dispensern, was hätte er Dropper genommen, hätte ich das verstanden. Dann will er sich Lucky Blöcke machen. Aber warum macht er sich das? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und ja, das ergibt auch keinen Sinn, weil ich Dropper brauche. Also mache ich mir jetzt einfach super viele Dropper. Dann machen wir uns Lucky Blöcke, werten die voll auf. Also auf plus 100. Dann baue ich eine kleine Insel. Etwas von uns entfernt. Von unserer Base. Damit nicht alles zerstört wird. Vielleicht noch ein bisschen Obsidian dazu. So. Jetzt haben wir erstmal ein Stack Lucky Blöcke. Und dann machen wir uns mal ein Stack Goldblöcke. Und dann werten wir die Lucky Blöcke auf. Denn, oh, großes O. Ich will natürlich nur plus 100 haben, denn ich möchte, dass dort ein Endportal rauskommt. Ich weiß, es gibt auch noch irgendeinen anderen Weg mit so einem komischen Kuchen, aber ich will lieber so ein schönes, richtiges Endportal haben. Also, hier die ganzen Lucky Blöcke zu plus 100 zusammen craften und dann, ja, warte, ich guck dann mal gleich. Es gibt auch so eine Quest, Craft Angel Block and start a new island far away from your base oder sowas. Also wir sollen einen Angel Block craften und dann eine neue Insel beginnen, irgendwo anders. Und vielleicht kann ich das damit gleich verbinden, so eine kleine Lucky Block Insel, irgendwie 200 Blöcke von unserer entfernt. Vielleicht noch eine Obsidian-Wand oder sowas dazwischen, dass auch ja kein Wither oder Ender Dragon, der das Spawn durchkommt. Obwohl, durch Obsidian kommt der Enderdrachen ja durch. Der kommt doch eigentlich überall durch, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, gucken wir mal, wie das so aussieht mit dem Angel Block. Angel Block hier. Lol, ja gut. Ich gucke einfach mal, ob ich mir den leisten kann. Angel Block. Ich habe halt keine Federn, das hatte ich wirklich befürchtet. Jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass hier hinten irgendwo Federn liegen. Ich glaube aber, ja, da liegen noch welche. So, und dann würde ich sagen, ich hake einfach im Voraus hier schon mal die Quest ab. Use Angel Block, bla bla bla. Und dann crafte ich mir den. Nehme mir einfach mal zwei Stacks Blöcke mit. Und natürlich eine Builder's Wand. Und tue einfach mal meine Mentor hier rein und die Reinforced Water Cannon auch. Meine Builder's Wand nicht vergessen. Und dann fliegen wir einfach mal straight nach hier. Ein bisschen weiter weg von unserer Base. Tschüssi Base. Und dann starten wir da den Angel Block. Fliegen. Fliegen. Ich sag mal, bis zur 500 Z-Koordinate fliegen wir. Okay, und jetzt machen wir hier Rechtsklick und dann haben wir hier den Angel Block platziert. Jetzt nehme ich hier meine Builder's Wand. Mache hier mal vier Blöcke in jede Richtung. Und dann hier, tak, tak, tak. Auch noch hier drüben wieder. 1, 2, 3 und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Tak, tak. Genau, und dann passt die Plattform fast perfekt. Das heißt jetzt, diese Lucky Blocks öffnen. Ich habe mega Angst, dass da irgendwas Mieses rauskommt. Beginnen wir. Nichts. GG. Oh doch, da hat gerade irgendein Plop, kam gerade irgendein Plop-Geräusch. Ist aber nichts passiert. Nächster. Yay. Fences. Okay. Nächster. Obsidian, das ist gar nicht mal so schlecht.
Lol, was ist das? Ein Enderbag? Okay. Den hebe ich mir mal auf. Vielleicht kann der irgendwas Cooles. Nichts. Ein Automatic Sieve habe ich schon. Ah, oh, Schokokuchen. Und Schokoladenmilchshake. Den kann ich nicht mal trinken. Ach so, es lag vermutlich daran, weil ich keinen Hunger hatte. Ich hätte ihn nicht wegschmeißen sollen. Oh yay, ein ganzes Inventar voll Redstone. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt eine TNT. Ach nee, warte, ich habe eine TNT bekommen. Auch die Trichter, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Das heißt, hier drüben liegen Redstone-Fackeln ein bisschen ab. Ich spreng das mal lieber nicht. Mir fällt gerade auf, dass ich ja auf so einer Cobblestone-Insel bin und das Sprengen ein bisschen ungünstig. Darum machen wir einfach mal weiter mit den nächsten Lucky Blöcken. Ohohoho. Den hebe ich mir auf, was das ist. Das werdet ihr in der späteren Folge noch sehen, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Aber damit werde ich mal den Pike ein bisschen trollen, wenn er wiederkommt. Oh, warum kommt denn so viel Crap raus? Ich will Enderportale. I. Schon wieder so viel Crap. Und es regnet schon wieder. Ich glaube, das wird heute nichts mit den Enderportalen. Die komplette Insel ist voll irgendwelchen Crap. Brauche ich nichts, das müllt meine ME noch mehr zu. Oh, ein Brunnen. Ich hab Angst. Yay, noch mehr Erze, wir haben ja noch nicht genug. Nichts? Wieso kommt denn so aus hier im sechsten Block nichts raus? Hundis! Oh! Kommt alle mit, liebe Hundis. Und fallt nicht ins Void, dann seid ihr tot. So. Nächsten zwei Lucky Blocks. Noch mehr Lucky Blocks. Ein Giant. Okay. Ich tue heute den Giant halt. Easy. Dia-Sachen. Nein, Schafis. Mr. Rainbow. Nein, ich rette euch. Lol, was droppen die denn? Raw Mutton. Den gibt's doch eigentlich erst ab der 1.8. Okay. Ich würde einfach mal behaupten, der wurde hinzugefügt. Durch irgendeinen Mod. Sieht aber eklig aus. Den will ich nicht essen. Gut. Und einer noch. Da kommen jetzt Endportale. La la la. Die Ambosse nehme ich mit, obwohl. Ach komm, ich lasse das. Ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Enderportale. Platziere ich mal hier rein. Was ist das denn? Ein Enderbucket? Haben wir den trinken? Nee, schade. Okay, mache ich mal wieder mal eine Reihe nach oben. Aber ich glaube, da kamen jetzt nicht so gute Sachen raus. Oder ich glaube, da kommen jetzt auch nicht mehr so gute Sachen raus. Also hier so, wenn ich mir das so anschaue, kommt hier halt wirklich nur Crap. Nur Crap, ausschließlich. Oder halt nichts. Oh mein Gott, ein Netherstern. Genial. Cool, ein Netherstern. Diaschwert, wir brauchen ja ein Diaschwert. Oh, eine Pyramide mit super vielen Lucky. Er muss sterben. Kam ein Charged Creeper raus. Sag mir dazu. Oh, eine Leselampe. Die ME-Kabel, die sind auch ganz nice. Also die Grundform der ME-Kabel. Netherquarz, gönne ich mir. Brauche ich nämlich nachher noch für die fürs ME-System. Also ich brauche nicht alles, also die Stufen und so kann ich wegschmeißen. Aber gerade so das hier lasse ich mal da. Jetzt hier noch ein paar Lucky Blöcke nach oben. Das sind jetzt meine letzten plus Hunderte. Obwohl die Goldblöcke baue ich ab, dann kann ich wieder ein bisschen aufwerten. So. Genau. Jetzt hier meine letzten paar plus Hunderte. Okay, ich wollte schon sagen, nichts, aber kam doch was raus.
Oh, eine Schreibmaschine, das wollte ich schon immer mal haben. Na gut. Machen wir mal jetzt einfach so. Tack, tack, noch eine. Noch eine. 4 plus 100, da kriege ich noch. So. Genau. Letzten 4 plus 100er. Aber vielleicht muss ich auch die nicht plus 100er öffnen. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Oh, ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Schon wieder nichts. Wie oft will denn hier noch nichts rauskommen? Okay, der letzte plus 100er Block. Er wird mich enttäuschen, das weiß ich jetzt schon. Yay, Fences! Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ha, la, la, la. Komm, ich bin jetzt mal so total risky und öffne die nicht plus 100er. Vielleicht kommen die da raus. Oder vielleicht auch nur da. Dark Steel, gönne ich mir. RF Tools, okay. Hä, RF Tools ist hier drauf? Das ist ja mega OP. Damit will ich aber, glaube ich, gar nichts machen. Oh, eine Dolly. Das ist ganz nice. Was ist das denn schon wieder? Da kann ich ein Schwert reinstecken. Crap. Noch ein Ender Bucket. Ein Ghast. Gönn ich mir. Er hat halt nichts getroppt. Doch ein Sulfur. So, abbauen, nichts. Oh. Oh. Was ist das denn? Ein Barrel Hammer. Was macht der denn? Keine Ahnung. Oh, Lederrüstung. Ein Enderbow. Den lass ich mal liegen. Ein Wrench. Die Wrench, die nehme ich mir mal. Ach nein, ich bin reingesprungen. Ich bin so doof. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Lol, das Teil sieht cool aus. Lass mich raten, das ist komplett. Was kann ich damit machen? Ich kann damit nichts machen. Ach, das ist auch von diesem Endermod, was ich vorhin schon hatte. Oh, ein Ender-Dragon-Eye. Lol. GG. Okay. Ich will mal gucken, ob ich damit einen Enderdrachen züchten kann. Eine Laterne. Noch eine Laterne. Ich wollte schon immer mal Laternen haben. Das ist Critical Hit und One-Hit. Yes. Ich kann halt 100 Damage machen. Was ist das Geiles? ME-Controller. GG, davon brauche ich noch welche. Was ist das? Mirror. Also ich guck mal, Spiegel, was macht der? Oh, den braucht man für Solarpedals. Ja, warum nicht? Ein Reusable, also wiederverwendbares Safari-Netz, das ist cool. Also ich muss sagen, aus den ganzen Lucky Blocks kam jetzt nichts extrem Hypergeiles raus, aber es kam schon teilweise coole Sachen raus. Nichts, wo ich sage, boah, cool. Aber es kam schon was raus. Ich baue jetzt hier mal die ganze Plattform nochmal ab. Brauche ich ja erstmal eh nicht. Auch hier die Treppenstufen können erstmal weg. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das mache, wie ich Enderportale bekommen kann. Wenn einer eine Idee hat, wie ich das machen kann, dann schreibe mir sie bitte jetzt in die Kommentare. Denn davon brauche ich halt wirklich welche. Ansonsten stelle ich jetzt einfach mal so ein paar Deko-Elemente auf und guck mal, was die Teile machen. So ein bisschen experimentell. Ah, da sind wir schon wieder bei der Insel. Home Sweet Home. Das größte Rätsel sind mir diese Enderteile. Ich glaube, die sind eh eher so crap-mäßig. Aber wir haben den Netherstern und das ist richtig geil. Außerdem das wiederverwendbare Safari-Netz, das ist cool. Das ist auch cool. Das ist auch cool.
Das ist cool. Und ja, die Ranch auch gut. Das ist noch gut. Das hatte ich schon, das hatte ich schon. Die Dollys, die sind auch nicht so verkehrt. Und ansonsten habe ich jetzt hier super viele Deko-Elemente, die ich einfach alle mal ausprobieren will. Das Ender-Drachenei, das ist auch noch gut. Warte. Das muss ich noch ins ME safen. So, und jetzt machen wir einfach mal eine Stehlampe. Die sieht hässlich aus. So eine Laterne. Armor Stand, warte. Ey, das ist ja cool gemacht. Achso, ist die Hose. Das ist cool gemacht. Das gefällt mir. Ha, ist ja genial. Ich kann den Typen das direkt rüberziehen. Das ist cool gemacht. So, dann hier eine hässliche Schreibmaschine, mit der man nicht interagieren kann. Was das ist, weiß ich nicht. Hier, kann man da auch noch, kann man da auch das reinstecken? Nee. Ich crafte mir mal schnell ein Dia-Schwert. Dia. Sticks. Hier. Dia-Schwert. Dann will ich mal gucken, ob das das macht, was ich denke, dass es macht. Ja, lol. Das ist auch cool. Dann hier dieses Teil. Was ich nicht platzieren kann. Das hat bestimmt einen Grund. Muss ich mich mit dem Mod nochmal informieren. Ja. Damit kann man coole Sachen machen. Mehr sag ich mal noch nicht. Ansonsten habe ich jetzt hier jede Menge Deko-Elemente rumstehen, die ich jetzt abbauen muss. Und ja, bis auf den Armor-Stand, den ich cool finde, war jetzt nichts Übertragendes dabei. Heißt, schmeiße ich einfach alles mal weg. Später, wenn ich schön baue, werde ich das bestimmt. Achso, ich kann nicht fliegen, weil ich die Zivilrüstung nicht anhabe. So. Wenn ich schön baue, bereue ich bestimmt, dass ich das weggeschmissen habe. Aber ja, komm, was soll's. Außer den Armor-Stand, den nehme ich mal und schiebe ihn mit hier runter, denn den finde ich cool. Keine Ahnung, den stelle ich irgendwie hier so hin als Deko-Element. Ich habe übrigens schon mal ein bisschen weiter hier gecraftet, die Teile. Ich habe 53 von den Zivizio-Essenzen, das ist so krass. So. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben zwei Lucky Blocks geöffnet, kam aber nur Crap raus. Leider. Ich tue einfach das ganze Zeug rein, MB zumüllen, ist mir egal. Ich habe hier immer noch mehr als die Hälfte frei. Und, warte mal, wie viel Eisen haben wir? 9000 Eisen. Alter, geht das schnell. Ich bin gespannt, wie viel wir haben, wenn diese Folge wird vorproduziert sein. Etwa eine Woche im Voraus. Also, ich werde ab jetzt diesen Server einfach mal eine Woche lang laufen lassen. Und in der nächsten Folge, die ihr dann seht, ich weiß, für euch ist es morgen oder übermorgen, für mich ist es eine Woche, werdet ihr dann sehen, wie extrem krass viel da zusammenkam. Ich tue auch schon mal das Obsidian hier rein. Und ja, ich denke mal, das wird jetzt eine ganze Menge werden. Also, wir sehen uns dann wieder morgen oder in einer Woche. Also, wir sehen uns bis denne. Ciao, ciao.